Herzlich willkommen zu unserem Kurs GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und wir werden uns in dieser Folge das Frame ansehen. Das ist ein unsichtbarer Container, der aber ganz gut dazu geeignet ist, um sich bestimmte Sachen zu formatieren. So, dazu gehen wir erstmal in unser Programm hinein, das wir angefangen haben zu schreiben. Und ich zeige euch das nochmal. Jetzt will das gerade nicht. Ja, ich weiß auch warum. Weil wir hier, ich habe ein bisschen rumprobiert und hier muss noch Root drin stehen. So. Wenn ich etwas formatieren möchte, dann ist es ganz gut, das in einen Container zu packen. Und es gibt noch andere Möglichkeiten, Place und Grid. Das werden wir uns dann demnächst ansehen. Aber zuerst mal machen wir das mit Frame und das wird einfach so gemacht. Ich definiere mir einen Container und als Hauptfenster nehme ich Root. So, was mache ich jetzt? Ich sage, ich möchte meine Buttons, die möchte ich im Container drin haben. Und damit die Buttons nicht so ganz so alleine sind, nehme ich die jetzt erstmal hier und erschaffe mir einfach nochmal ein paar Buttons. So, 2, 3, 4 und 5. Ich nehme mal den Command raus, weil das ist jetzt erstmal nicht so wichtig für die Demonstration. So. Und 2, 3. Nun ja. So, das wird ein schönes Kuddelmuddel. So, jetzt habe ich die Buttons möchte ich jetzt nicht mehr im Hauptfenster stehen haben, sondern ich möchte die in das Frame hineinpacken. Das heißt, ich übergebe als Master, als nächsthöheres Objekt, übergebe ich Frame. Und erst über Frame sind die Buttons dann auch mit dem Root verbunden, mit dem Hauptfenster. So, und jetzt muss ich hier eine ganze Menge umändern. Ich muss nämlich zuerst mal mein Frame 1 auf den Bildschirm bringen und dann meine ganzen Knöpfe. Und das mache ich genauso. Fünf, vier, drei. Und damit hätten wir schon alles, was wir brauchen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und wie ihr jetzt seht, ist gar nichts passiert an der ganzen Darstellung. Das schreibt mir das weiterhin alles schön untereinander. Genau so, wie ich das nicht haben möchte. So, was mache ich? Ich muss hier zumindest noch einmal auf meinen alten Befehl zurückgreifen, den ich euch schon mal gezeigt habe. Side ist gleich left. Und den schreibe ich jetzt in alle Knöpfe hinein. Und dann bringe ich das Ganze auf den Bildschirm und siehe da, wir haben alles schön in einer Reihe stehen. Wir haben unsere Funktionalitäten von den ersten beiden Knöpfen. Ja, verschwindet er mir hier wieder. Und die anderen, weil ich dort das Command rausgelöscht habe, machen gar nichts. Gut, nichtsdestotrotz, so kann das aussehen, ja, wenn man einen Frame benutzt. Und wenn wir die beiden anderen, die Labels noch schön nebeneinander stehen haben wollen, dann können wir zum Beispiel die auch noch in einen Frame hineinpacken. Aber das werden wir jetzt hier nicht tun. Denn erstmal ist es wichtig, dass ihr wisst, was ein Frame ist und was es macht und wie ich das benutzen kann. So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen klüger geworden, wie man das anordnen kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch eine andere Möglichkeit, etwas zu platzieren, nämlich mit dem Grid. Bis dahin wünsche ich euch etwas.